Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier in die Gang. Und heute mit einem neuen Projekt. Warum kamen keine Videos mehr? Deswegen, Minecraft Tempel, ein neues Projekt, wird wahrscheinlich um die 10 Folgen lang gehen. Ja, worum geht es da? Ganz einfach gesagt, hier Erklärungen. Können wir einfach mal hingehen. Einfach Minecraft Tempel halt ein One vs. One Projekt mit dem guten Erik, heißt Knacks Santos. Wir kämpfen gegen ihn. Es gibt Elementar-Artefakte, die auf der ganzen Map verstreut sind. Die werden bewacht von Tempeln, beziehungsweise die sind in den Tempeln. Und zu den Tempeln kommt man bei solchen Eingängen wieder hinten. Ja, das ist kein Tempel, das ist ein ganz normales Häuschen. Und wer als erst die 10 Artefakte hat, hat noch nicht gewonnen. Man soll dann in diese Schreine die Artefakte werfen. Zum Beispiel, das da ist der Elektro-Schrein. Es gibt auch ein Elektro-Artefakt. Und das bedeutet, das Elektro-Artefakt muss dann halt in den Elektro-Schrein. Ich glaube, jetzt habt ihr das Prinzip verstanden. Aber man darf das halt nur, man darf die Artefakte nur rein. Geil. Das habe ich eingestellt. Ihr müsst wissen, ich bin, mir haben ein paar mitgeholfen, aber ich habe das eingestellt. Aber habe ich dann gedacht, auf jeden Fall, man darf die Artefakte erst reinlegen, wenn man alle 10 Artefakte im Inventar hat und auch hier in dieser Hotbar. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Eigentlich ganz simpel. Ich arbeite auch momentan schon einen Nachfolger, weil wir nehmen das hier alles am Stück auf und ja, deswegen. Leider kann ich hier nicht zweite oder dritte Person hier einfügen, weil das ist halt Pocket Edition mein Handy und das ist sehr problematisch. Warte mal, hier. Okay, wir können jetzt offiziell anfangen. Ja. Minecraft Tempel Folge 1. Ach, dieser. Komische Hände, was ist das eigentlich die ganze Zeit für ein Geräusch da? Was ist das eigentlich? Das kommt hier von hier raus. Ja, das werden wir bald erfahren. Hier nochmal ein paar Regeln, die man hier nochmal sagen sollte. Regeln, die man immer beachten sollte. Man darf nur bestimmte Erze im Tempeln abbauen, wo man merkt, dass die gewollt sind, gewollt dahin geplaced wurden. Kein Comment-Block darf angeklickt werden, dass man den Command sieht. Man darf, habe ich gerade schon gesagt, Artefakte. Hier nochmal ein paar Zusatzregeln, die ihr euch durchlesen könnt, wenn ihr jetzt auf Pause klickt. Hier nochmal die 5. Hier nochmal die 6. Und hier nochmal die 7 und die 8. Und schon wieder flüstert mir die Regel wieder etwas zu. Hier, Kian, das sind Starter-Truhen. Warte mal, wo ist er? Ach, er geht schon dahin. Okay, dann würde ich sagen, warte mal, ich kann auch einfach die Kiste abbauen. Hier habe ich übrigens einen Shader drin. Mega geil. Zack, zack. Er ist natürlich klar im Vorteil, denn er spielt, also Erik, er spielt auf der PS4. Und ihr wisst, warum, was das für ein Vorteil ist. Was? Eine Netherite-Spitzhacke, normale Hacke, macht 11 Schaden. Warum bekommen wir sie dann? So ist das Prinzip halt. Ich würde sagen, ich schreibe mal eben, Erik, jeder geht irgendwo hin und macht Spawn Point. Ich gebe mal, gebe jedem mal ein Bett / give at all Bett. Bett 1. So, Erik sollte jetzt auch ein Bett bekommen haben. Ich bin zwar Operator, aber ich habe ja Video an. Das heißt, ihr werdet sehen, dass ich nicht cheate. Warte mal, ich werde jetzt immer Tag ausblenden. Und er soll sich dann auch ein Spawn Point machen. Ich weiß nicht, wo gehe ich hin?
Ich mache eben Nacht. Und dann machen wir uns vielleicht hier einen kleinen Spawn Point. Geh am besten weit weg wie ich. So, okay. Weiß nicht, ist er schon weggegangen? Wann habe ich überhaupt, dass man die Namen sieht an? Wie kann man das nochmal einstellen? Spielername, Spiel, ja, okay, doch, wir haben es an. So, ich fange jetzt schon mal an. Ich schlüpfe jetzt in mein schönes Bettchen. Und ich hoffe, er schläft jetzt auch. Ich hoffe es. Okay, gut. So, jetzt mache ich wieder immer Tag an. Es werden dadurch auch nicht so viele Mobs spawnen. Immer Tag ist jetzt Gesetz. Das erste, was wir machen, es gibt in der Mitte irgend so dieses Häuschen. Da würde ich mal gerne hingehen. Was ist da drin? Ein bisschen laggt es, aber ich glaube, es wird nicht so schlimm sein. Ich weiß halt nicht, was er jetzt für eine Taktik hat, ne? Das ist das Problem. Ich gehe mal hier rein. Ich glaube, er ist schon in einem ersten Tempel. Brot ist ganz wichtig, ganz wichtig. Wann man mit, wir nehmen die uns mit. Ich weiß zwar nicht, was jetzt hier drin ist, aber das nehme ich auch mit. Jetzt haben wir 24 Brot. Ja, in welchen Tempel gehen wir als erstes? Die meisten sind schwer und er sollte nicht sofort in einen Tempel reingehen, denn die Tempel sollte man erst mit passendem Equipment. In welchen Tempel könnte man als erstes gehen, der nicht so schwer ist? Ich habe die Map ja auch mitdesignt. Das heißt, ich weiß in etwa so, wie das hier ganz abläuft. Ja, ich bin zwar auch nicht zu viel gespoilert, aber ein bisschen weiß ich auch schon. Aber trotzdem eine Netherite-Hacke. Was geben die uns denn für Stuff? So, bam, bam. Es hängt auch davon ab, ob mehr Minecraft-Projekte kommen, wie doll das Projekt von euch auch supportet wird. Also wenn es gut ankommt, dann kommen vielleicht noch weitere geile Minecraft-Projekte. Ich arbeite zurzeit an einem Projekt, was eine richtig gute Idee hat finde ich. Ist da hinten? Sollen wir den töten? Sollen wir? Ich weiß nicht. Richtig. So. Anschleichen. Hi. Mega low. Okay, wir haben ihn, glaube ich, low gemacht. Ist Inventar behalten an. Aus, meine ich. Okay, gut. Oh, ich glaube, wir haben ihn schon verarscht ein bisschen. Wir gehen mal in den Elektro-Tempel. Ich glaube, der ist auch nicht so. Ach, scheiße, wir brauchen ja ein paar. Oh nein, ich habe das ein böses Wort gesagt. Wir brauchen ja noch Blöcke. Wir sollten uns eh mal Holz abbauen. Übrigens, der Nachfolger, dass er kommt, steht fest. Ob ein dritter Nachfolger dann noch kommt, das steht nicht fest. Das entscheidet ihr. Ja, ich möchte jetzt nicht so Like geil tun, aber ein Like wäre schon angebracht. Und wie kommen wir jetzt hier hoch? Ja, so sollte es klappen. Ich hoffe nur, wir sterben nicht direkt, weil Inventar, ne, nicht behalten. Das wäre nicht optimal, aber wir haben eine Netherite-Spitzhacke. Oh mein Gott, was? Was ist das denn? Was? Er hat ab...
Körperbaulähmung. Ja, Mann, das ist gut, das ist gut. Das ist wegen... Ah ja, stimmt, ich glaube, in einem Wassertempel... Ah! In einem Wassertempel... Oder in irgendeinem Tempel gab es so ein Viech. Oh! Ist irgendwo noch ein Monster? Nee, oder? Nee, ich höre zumindest keins. Yes, das haben wir! Den ersten Tempel! Der erste Tempel! Und wir haben ein Enderauge. Okay, das ist geil, ja. Irgendwas Nützliches. Okay, ich weiß, dass in diesem Command-Block drin steht, slash kill at all. Das heißt, wir beide werden umgebracht. Deswegen werde ich den mal nicht machen. Und hier ist der erste. Ja, Mann. Das erste Artefakt ist in unseren Händen. Mega geil. Und ich werde jetzt mir auch Feuerzeuge mitnehmen, weil dann können wir Erik anzünden und dann haben wir einen riesigen Vorteil. Ist hier was drin? Nee. Warte mal, es gibt auch in jedem... Okay, da oben. Oh ja, die Hose. Die Elektrohose. Schutz 4, Dornen 1, Haltbarkeit 2. Ist das nicht geisteskrank jetzt schon für den Anfang? Oh mein Gott, hier sind ja ein paar Sachen. Ist das so ein Förderband? Ja, ne? Oh, Netherite! Oh mein Gott, das ist krass. Das ist krank gut. Oh, guckt euch das an. Hier ist ein... Okay, wir müssen uns den Elektro-Tempel merken, weil wenn wir irgendwo... Es gibt, glaube ich, Eis... Nee, oder Wasser... Mann! Wasserhelm, also... Ja? Und der besteht aus Diamanten. Und wenn wir den haben, können wir den auf Netherite-Wasserhelm upgraden. Und das ist dann so OP. Ich schwöre. Das ist so krank. Aber... Nee. Nicht so hastig. Wir müssen uns eine Secret-Chest machen. Denn es ist so. Diese Folge werde ich noch entscheiden. Oh nein! Stimmt doch! Okay. Ich werde noch in dieser Folge entscheiden, wie lange die geht. Die nächsten werde ich immer messen. 15 Minuten wird jede Folge gehen. Es ist so krank. Guck mal. Ich kann einfach so machen. Oh, guck mal. Da ist sogar schon der Eistempel. Es ist einfach immer ein geiles Feeling, wenn man in einen Tempel geht. Mir macht das Projekt jetzt auch ultra viel Spaß. Oh mein Gott, hier ist ein Stützpunkt. Oder wie man die nennen möchte. Das ist auch mega OP. Was? Ein Stack Heu. Okay, wir machen uns jetzt hier ein geheimes Lager mit Chests. Damit, falls ich sterben sollte, was ich nicht hoffe und nicht davon ausgehe, dass ich dann noch irgendwas zum Retten habe. Okay, ich habe 2 Chests. Ah ja, Elektro darf, also diese ganzen Viecher, die darf man nicht aus dem Inventar rausnehmen. Nicht aus dem Inventar rausnehmen, bitte. Sneak ich eigentlich? Nee, geht gar nicht, ne? Ja, aber wir haben jetzt schon so viel Essen. Ich hoffe natürlich, ich gewinne dieses Projekt. Ich fände es so toll. Ich als Handyspieler und er spielt einfach auf dem Dings. Es wäre einfach nur zu krass. Wir müssen ihn halt mal killen, ne? Ich hab Bock, ihn zu killen. Das ist asozial von mir, aber ich möchte es halt. Ach, ja. Dieses Projekt ist jetzt schon legendär, habe ich das Gefühl. Zack. Oh, wir haben so viel Weizen. Also mit Essen brauchen wir uns keine Probleme mehr machen, glaube ich.
Ich hoffe nun nicht, dass Erik irgendwie kommt, aber ich glaube, er ist, macht gerade einen Tempel. Wir müssen halt, also meine Philosophie, also ich meine, meine Taktik ist, glaube ich, ganz viele Tempel machen, aber halt doch nicht so viele. Eine Mischung zwischen Offensive und eben keine Offensive. Okay, das reicht nicht. Wir können nicht zu lange, aber guck mal, wir haben einfach schon Netherite. Junge, ist das krass. Ich hoffe, ich gewinne. Also, ich glaube, ich habe gute Chancen. Und was? Er hatte eine. Nein, ich hätte ihn einmal treffen müssen. Oh mein Gott. Und. Ja, er ist in einem Tempel. Und. Du musst die Artefakte immer im Inventar haben. Warte mal kurz, ich komme sofort. Ich nehme mir meine Uhr. Also ihr müsst wissen, hier in meinem Haus, in meinem Zimmer, gibt es einen begehbaren Kleiderschrank, also einen riesigen Raum. Und ich bin jetzt erst drauf gekommen, hier Videos zu machen, weil der endlich mal aufgeräumt wurde. Weil das Zimmer gehört gar nicht richtig mir, aber es gehört auch kein anderem. Okay, 14.20 Uhr, das heißt, sagen wir mal, noch 8 Minuten, dann ist die erste Folge vorbei. So, also, Stuff habe ich schon mal genug, also... Mit dem Anfangs-Equipment könnte man schon gewinnen, glaube ich. Die Frage ist, in welchem Tempel ist er? Weil es sind zwar alle Tempel auf ihre Art und Weise gut, aber es gibt halt schon Tempel, die sind overpower. Zum Beispiel der Schattentempel ist, glaube ich, der stärkste. Junge, warum komme ich nicht hoch? Hä, ich komme gar nicht hoch, hä? Junge? Was ist das denn? Nein, ich hab verkackt, nein! Hä? Warte mal kurz, okay, Entschuldigung, ich muss eben ein bisschen cheaten. Hä, warum kam ich da nicht hoch? Ist das ein lächerlicher Bug? Oder was ist, war das jetzt gerade? Auf jeden Fall schaffe ich den Sprung, wenn nicht, dann... So, okay. Wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Ah, nein, ich bin da schon hier. Okay, wisst ihr was? Wasser ist oberste Kacke. So. So, zack, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es jetzt als Cheaten zählt. Ich hatte einen Bug und ich komme da nicht hoch. Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt hin. So, ich habe jetzt Cobwebs, mein Ender-Dings habe ich verschwendet. Okay, wo ist denn? Welchem Tempel? War das schon im Feuertempel? Das Problem ist, nur ein Artefakt pro Folge. Manchmal zwei. Aber nur zweimal. Ja, ich hoffe, er versteht es so. Ich glaube schon. Ich habe jetzt ein Artefakt. Ich werde nicht mehr machen, weil sonst haben wir in der zweiten Folge schon alle Artefakte und das wäre dann langweilig. Weil wir dann nur noch kämpfen würden. Kurz eine. Ja. Ungefähr. Ja, okay. Ja. Was ist das? Was ist denn? Was hat der denn? Wo ist er eigentlich? Er ist bestimmt in einem Tempel. Ich würde jetzt anfangen, Sachen zu farmen.
Manchmal die spawnen die auch, aber... Oh mein Gott, das ist das Gute. Ich camp, ich suche ihn jetzt und dann versuche ich ihn zu töten. Ja. Und dann habe ich zwei Artefakte schon. Das wäre mega geil. Und mega OP für die erste Folge. Aber wo ist er denn? Ich gehe ihn mal suchen. Ah ja, hier diese Stützpunkt. Ach nein, der hat die schon gelootet. Schade. Wo bist du? Oh mein Gott! Nein! Nein! Was? Wie kann der so viele Sachen haben? Er war im Steintempel! Nein, er war im Steintempel! Da gibt's mega viele Dias! Oh, crap! Nein! Okay, ich schaff das nicht. Oh, scheiße. Oh, nein. Noch 3 Minuten. Nein. Was bin ich denn für ein Volldepp? Scheiße. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich habe nichts mehr. Kacke, der hat jetzt 2 Artefakte schon. Ja. Folge, Ende. Bye, bye. Okay, dann würde ich sagen, bye, bye und ciao, Leute. Bis zur nächsten Folge. Wir werden das noch schaffen.